Gespräche nun abzuschließen, weil wir beginnen mit einem neuen Gespräch. Herzlichen Dank. Wir beginnen mit unserem Panel, unserem grünen Abschluss des Abends, kurz vor dem Apero. Wollen wir über die Dunkelkammer Schweiz sprechen. Und ich möchte gern anfangen mit einem Zitat, und zwar von Herrn Assange. Den kennen Sie alle, den Herrn von WikiLeaks. Der hält hier eine Schrift in die Kamera, wo er fordert mit zwei Ausrufezeichen: Transparency for the state, privacy for the rest of us. Und da haben wir schon beides drin. Da haben wir den gläsernen Bürger und die Angst vor ihm und die ganz klare Forderung: Der Staat, der solle transparent sein. Jetzt, bevor ich das Wort dafür an André Gollier erteile, kurz, wen haben wir denn da auf dem Panel? Darf ich Sie vielleicht bitten, mit einem Satz, Sie kurz vorzustellen, von ganz von Ihrer Seite aus gesehen, links, Balthasar Glättli. Balthasar Glättli, Nationalrat und Fraktionspräsident der Grünen, und ich versuche, die Abwesenheit der Piraten im Parlament in der Schweiz etwas zu kompensieren. Thomas Angeli, ich bin Redaktor beim Beobachter und Co-Präsident von Lobbywatch.ch, das heute online ging. Andreas Kellerhals, Direktor des Schweizerischen Bundesarchivs und ab 1. Januar Auftraggeber für das Open Government Data Portal Projekt der Schweiz. Und André Gollier, Präsident Open Data CH, glaube ich, hat sich schon zu Beginn der Veranstaltung vorgestellt. Ich glaube, wir machen uns es da einfach. Aber wenn wir jetzt Assange hier nehmen, Transparency for the state, privacy for the rest of us. André Gollier, wie sieht es denn da nun aus in der Schweiz mit der Transparenz? Und was hat denn das mit Open Data überhaupt zu tun? Wieso müssen wir das hier besprechen? Vielen Dank, das sind schon zwei Fragen. Davor bei der Vorstellung ein und immer, also ich bin und, oder kann ich auch sagen, Präsident opendata.ch und Sympathisant oder Mitglied Fachbeirat Lobbywatch.ch, um das gleich offen zu legen hier. Transparenz, und was hat es mit Open Data zu tun? Also, da ich heute Morgen meine Redezeit schon überschritten habe, werde ich das nicht nochmal tun. Ich habe Anregungen zu diesem Panel gegeben, freue mich, dass ich das mit euch hier diskutieren kann und natürlich auch irgendwie dann mit allen Anwesenden. Ich bin jetzt schon einige Zeit mit Open Data unterwegs, es ist etwas mehr als 4 Jahre, und Sie kennen das Motto, das habe ich heute vorgestellt, die Transparenz steht ganz vorne. Als Barack Obama das Open Government Programm gestartet hat, 2009, war die Triade Transparenz, Partizipation, Kooperation. Nach meiner Wahrnehmung haben wir den Akzent in den letzten Jahren sehr stark eben auf wirtschaftliches Wachstum und Innovation gelegt, meiner Meinung nach durchaus zu Recht. Nun kam aber die Geschichte mit dem Lobbyregister im Ständerat. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war, wann das quasi abgelehnt wurde oder dass man das offenlegt, und eben eigentlich die Geschichte von Lobbywatch. Und da hatte ich schon den Eindruck, ja Moment, also ist jetzt das ein Einzelfall, das geht uns was an, Lobbywatch hat uns auch kontaktiert übrigens, wir arbeiten zusammen, oder müsste man das nicht vielleicht in einen größeren Zusammenhang stellen? Und da sage ich ganz offen, habe ich ein dumpfes Gefühl. Als ich begonnen habe, für Open Data Werbung zu machen, war eine der häufigsten Sprüche, die ich gehört habe von verschiedenen Leuten, ich sage egal wer, also das mit der Transparenz solltet ihr vielleicht nicht ganz so stark betonen, das ist schwierig in der Schweiz, vor allem auf höherer politischer Ebene. Und Transparenz ist übrigens kein Selbstzweck, oder? Also das war der zweite Spruch, den ich also mehr als 12 Mal gehört habe. Es gibt ganz offensichtlich, oder, eine gewisse Abneigung, sage ich mal jetzt einfach so, ohne jetzt gerade die Dunkelkammer zu beschwören, das haben Zeitungen so kooperiert. Aber es gibt Probleme mit der Transparenz in der Schweiz, denke ich, das würde ich mal so sagen. Es ist nicht die Stärke oder der Schweiz. Und ich habe nebst diesem Beispiel der Lobbybeziehungen im Parlament oder noch ein, zwei Beispiele, die ich hier einfach in die Runde werfen möchte. Das eine ist die Beschaffung.
Das wäre schon längstens fällig, eigentlich offenzulegen, was der Bund eigentlich beschafft. Das wird nur ab der WTO-Grenze getan. Wir haben eine Motion veranlasst, die jetzt vom Bundesrat unterstützt wird, Nationalrat bereits quasi verabschiedet hat, dass alle Beschaffungen ab 50.000 Franken bekannt gegeben werden, in einer Liste mindestens, oder? Das ist schon ein Fortschritt. Ich bin gespannt, wie der Ständerat, den ich tatsächlich etwas als Dunkelkammer wahrnehme, auf diese Motion reagieren wird, oder? Der zweite Punkt ist das BGÖ. Das dürfte auch bekannt sein. Es ist schon lange eigentlich versprochen, in Aussicht gestellt, bis zur Prototypreife, das wissen wir, oder bereits realisiert, ein Verzeichnis der amtlichen Dokumente, ich sage es gleich, in der Bundesverwaltung, um das BGÖ, das Öffentlichkeitsprinzip, überhaupt wahrnehmen zu können. Also wenn ich ein Einsicht in ein amtliches Dokument verlange, ist es immer von Vorteil, wenn ich weiß, wie das Dokument eigentlich heißt und ob es das gibt oder nicht. Und ein solches Verzeichnis wurde damals schon in der Botschaft zum BGÖ, Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip, in Aussicht gestellt. Und es wurde kürzlich aus sogenannten technischen Gründen auf Eis gelegt, was ich für wirklich schwer nachvollziehbar halte, muss ich sagen. Und da ich weiß, dass das BGÖ in Evaluation ist und dass es wirklich viel Widerstand gibt gegen das Öffentlichkeitsprinzip, rundet das für mich das Bild jetzt mit diesem Befund, will ich abschließen, ab. Wir haben durchaus ein Transparenzproblem. Und ob jetzt Transparenz ein Selbstzweck ist oder nicht, sei egal. Bei uns steht es zuvor, das ist auf der Fahne als Open Data, und da ist ein klarer Zusammenhang. Balthasar Glättli, in der Arbeit als Nationalrat spürt man ein systemisches Transparenzproblem? Ich würde es mal so sagen, es ist vermutlich unterdessen auch dank der Arbeit der Open Data Bewegung klar, auch bei einigen mindestens im Parlament, Open Data ist Power, aber Data about Power is not open in Switzerland. Und das ist wirklich das Problem. Wir haben viele Fortschritte bei, ich sage jetzt mal so, Alltagsanwendungen, die gut sind. Vielleicht wird das SBB-Interface wirklich dann mal stabil und auch noch offiziell garantiert und alles. Aber wenn es dann darum geht, dass es nicht einfach interessante Anwendungen für den Alltag sind, sondern Informationen, eben wie sie Lobbywatch versucht zusammenzutragen, zum Beispiel wer mit wem und für wie viel, das ist dann eher wirklich ein Transparenzmanko. Und ich selbst aus meiner Sicht versuche mit gutem Vorbild voranzugehen, also was ich verdiene und so, das ist einigermaßen öffentlich auf meiner Homepage einzusehen, nicht immer ganz aktuell, aber ich bin, glaube ich, der dritteinzige im Parlament, der das so macht. Und ich stelle mir dann schon die Frage, weshalb muss ich mich eigentlich bis auf die Unterhosen ausziehen, wenn die, wo es da viel Interessanteres als bei mir zu sehen gäbe, das eben nicht machen. Okay, jetzt bis auf die Unterhosen ausziehen, Herr Angeli, ist das Ihr Ziel, die Leute hier auszuziehen? Was machen Sie denn da überhaupt vielleicht? Was wir machen, wir versuchen, die Interessenbindungen unserer Parlamentarier öffentlich zu machen. Und zwar nicht nur der Parlamentarier, das kann man auf der Parlamentswebsite, wenn man viel Geduld und gute Augen hat, kann man die finden, durchaus. Wir versuchen auch, die Interessenbindungen ihrer Gäste transparent zu machen. Und dazu muss man wissen, jeder Parlamentarier kann zwei Personen dauerhaften Zutritt zum Bundeshaus gewähren. Und diese Personen, die dürfen sich ganz schlicht und einfach als Gast bezeichnen. Mehr braucht es nicht. Wir haben bei unseren Recherchen, wir haben heute die Daten der ersten Kommission, der Gesundheitskommission veröffentlicht, vom Nationalen Ständerat. Wir haben bei unseren Recherchen zigfach Personen gefunden, die sich als Gast bezeichnen, oder persönlicher Mitarbeiter ist auch so ein gern gewählter Ausdruck, die dann für
irgendwelche Verbände, für irgendwelche Unternehmen lobbyieren, angestellt sind, Mandate haben. Und das wird nirgends transparent. Insofern, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, aus unserer Sicht, aus Sicht von Lobbywatch, gibt es ein grobes Transparenzproblem, vor allem im Parlament. Ich weiß nicht, kommen wir später noch auf das BGÖ zurück. Dort gibt es eine ebenso große Baustelle. Herr Kellerhals, wenn wir die Frage im Raum haben nach der Dunkelkammer, dann Sie als Direktor des Bundesarchivs, Sie wären dann wo? Wären Sie in der Dunkelkammer oder wären Sie draußen mit dem Scheinwerfer? Ich denke, es ist klar, ich bin hier zumindest in einem Auswärtsspiel. Ich begreife, dass man von Transparenzmanko und Transparenzproblem redet, auch von Dunkelkammer. Ich kann nachvollziehen, dass man das Archiv zum Beispiel als Dunkelkammer begreift, das auch erst in den letzten 20, 25 Jahren sich vermehrt geöffnet hat. Ich glaube, dass das, was wir erreicht haben, manchmal etwas gar einfach nicht wahrgenommen wird oder als zu wenig wahrgenommen wird, immer noch als defizitär. Auch dafür habe ich eigentlich Verständnis. Ich möchte aber erinnern, wenn Sie Fotografien gern haben, ist die Dunkelkammer natürlich der Ort, wo unglaubliche Kunst entsteht. Und der Computer ist für mich manchmal ja auch eine Art Dunkelkammer, das ist auch wenn sie nicht ganz so abgeschottet ist. Ich weiß manchmal auch nicht genau, was passiert. Aber ich denke, wir haben eine Öffnung erreicht im Archivbereich, die über das BGÖ eigentlich die ganze Verwaltung erfassen könnte. Auf das Eingangszitat von Assange zurückzukommen, der Staat hat eben nicht nur Daten über den Staat, sondern auch über Sie. Und deshalb gibt es auch ein privates Interesse daran, dass der Staat nicht alles offenlegt. Also die Verhältnisse sind relativ vertrackt. Ich denke, dem muss man Rechnung tragen und ich habe mich schon wieder erkannt bei denjenigen, die gesagt haben, politisch sei es manchmal nicht immer opportun, schon von Transparenz zu reden. Ich nehme an, unter den 12 Mal könnte ich auch einmal aufgetaucht sein. Ich denke, die Verhältnisse sind einfach nicht, wir leben nicht in einem herrschaftsfreien Raum. Das ist einfach so. Wir können Vorstöße machen, müssen Mehrheiten finden. Das ist eine Realität. Und im Übrigen muss ich sagen, wir haben einen gesetzlichen Rahmen, den können wir so gut interpretieren, wie wir wollen, so offen interpretieren. Andere interpretieren ihn vielleicht etwas weniger offen, aber wenn das wirklich ändern soll, dann müsste eigentlich unser Gesetzgeber uns andere Leitplanken schaffen. Und ohne die bin ich etwas, wie soll ich sagen, gehemmt in kreativer Rechtsauslegung. Da bin ich Ihnen sehr verbunden. Das ist eigentlich auch die Erwartung in einem Rechtsstaat, dass die kreative Rechtsauslegung sich einigermaßen in Grenzen hält. Und ich kann Ihnen auch bei etwas anderem zustimmen. Ich denke, die Frage Transparenz, das ist eine Dimension. Aber ich halte mich da immer an den Spruch von Bruce Schneier, den ich von ihm letzten Herbst gehört habe an diesem Forum in Lausanne über Überwachung. Und er hat da gesagt, privacy is not about secrecy, it's about context or it's about control of the context. Und das, finde ich, ist eigentlich die zentrale Aussage. Wenn ich von Datenschutz spreche, dann spreche ich darüber, dass es darum geht, wer entscheidet, bei welchen Daten darüber, welchen anderen Stellen oder Personen oder welcher Form von Öffentlichkeit oder Teilöffentlichkeit sie unter welchen Bedingungen offengelegt werden oder nicht. Und das ist für mich die Debatte, die man führen muss. Und für mich ist dann aber klar, dass die Daten, die etwas darüber aussagen, wie die Macht verteilt ist, die Daten, die zum Beispiel sagen, wer wie viel in Abstimmungskampagnen oder in politische Parteien oder auch in Verbände investiert oder wohin diese wiederum das Geld investieren, dass das zu jenem Bereich gehört, wo ich als Bürgerin, als Bürger, nicht als Politiker, sondern als Bürgerin, als Bürger eigentlich das Recht hätte, das zu wissen, weil das eine wichtige Information ist, weil wenn man davon ausgeht,
dass dieses Geld gar nichts bringt im politischen Entscheidungsprozess, dann könnte man einfach die Verwendung dieses Geldes auch verbieten. Aber ich denke, ich nehme nicht an, dass die ganze Werbeindustrie heute ihre Gelder ausgibt, weil sie denkt, das nütze nichts, aber es sei doch nett, ein paar Grafiker und ein paar Printprodukte am Leben zu erhalten. Aber Sie finden dafür keine Mehrheiten. Das ist genau das Problem. Wir finden keine Mehrheit. Wir haben die Gremien, die eigentlich betroffen sind, die darüber bestimmen, ob sie jetzt diese Transparenz herstellen wollen oder nicht. Sei es im Parlament, sei es in der Verwaltung mit dem Öffentlichkeitsgesetz. Es ist ja noch paradoxer. Sogar die Branche selbst, also die SPAG, setzt sich dafür ein, also die Schweizerische Public Affairs Gesellschaft, wo quasi, ich sage jetzt mal, die professionellen Lobbyisten sich organisieren, die setzen sich dafür ein, dass man nicht mehr dieses Mittel mit den Besucherkarten macht, sondern dass es ein offizielles Lobbyregister gibt mit einer gewissen Selbstregulierung, was die für einen Code haben etc. Und das Parlament sagt dann am Schluss nein. Ja, das ist natürlich dann nicht ermutigend, aber das heißt, ich habe schon manche Abstimmung verloren und bin deshalb nicht mutlos geworden, das weiterhin zu verfolgen. Das ist klar. Ich würde gerne etwas klären, weil wir haben jetzt immer wieder die Abkürzung BGÖ, das vom Öffentlichkeitsgesetz gehört, und ich glaube, wir müssen das mal genau anschauen. Was ist das, was kann man da und was ist da eigentlich das Problem? Herr Gellerhals, das Öffentlichkeitsgesetz, wozu ist das da und wie funktioniert das? Ja, ich bin jetzt nicht Jurist. Ich denke, wir haben Open Government Data, das sind die Daten, die schon bestehen und die man auch öffentlich zugänglich machen kann. Dazu oder dahinter oder daneben gibt es ganz viele andere Daten, Unterlagen, Akten, wie es in Amtsdeutsch etwa heißt, die eigentlich primär mal dem Amtsgeheimnis unterstanden sind und erst im Archiv nach einer Ablauf einer Schutzfrist zugänglich wurden. Mhm. Und das BGÖ versucht das nun etwas zu ändern, indem es für Bürgerinnen und Bürger einen Rechtsanspruch gibt, diese Akten auch in Gegenwart, in Realtime sozusagen, in diese Einsicht nehmen zu können. Mhm. Mit gewissen Ausnahmen sind je nach Standpunkt nicht wenige, vielleicht auch zu viel, das ist eine Interpretationsfrage, aber klassisches Beispiel ist, es geht natürlich nicht für Unterlagen, die die Landesverteidigung betreffen. Wäre etwas pervers. Es gilt auch nicht in Unterlagen, die laufende Entscheidverfahren des Bundesrates betreffen, die man auch einer gewissen Einflussnahme entziehen möchte, damit der Bundesrat frei entscheiden kann. Es gibt Unterlagen, da sieht man es besser ein. Das Register der Aufträge über 50.000, aber unter WTO, diese Angaben können Sie nach BGÖ sehr wohl einfordern. Im Einzelfall, ich kann für das OGD-Projekt sagen, ab nächstem Jahr, wenn wir zuständig sind, würden wir das voraussichtlich schon positiv beantworten, und wenn dann die zweite Anfrage kommt, würden wir das eher zusammenstellen, als jedes Mal wieder neu heraussuchen. Ist auch eine Frage der Effizienz. Also da muss man dann einfach auch schauen, aber es gibt manchmal auch Fragen, die kommen einmal in 50 Jahren, und das aufzubereiten für eine Publikation ist dann auch etwas unwirtschaftlich. Jetzt André Gollier, das klingt ja eigentlich vernünftig, aber jetzt sagen alle, da gibt es ein Problem. Was ist denn das Problem in Sachen Öffentlichkeitsgesetz? Ja, das also ich, das ist natürlich jetzt die Außenwahrnehmung, also wir kennen uns gut und haben gerade im Kontext des BGÖ auch zusammengearbeitet, das sei hier auch offen und transparent auf dem Tisch, oder? Und gar nicht etwa kontrovers. Ich zähle nicht zu diesen 12, nein, wir haben eine andere Art von Diskussion, das beruhigt. Aber BGÖ, ich habe das erwähnt, ich meine, ich stelle fest, oder, dass dieses Register, das wirklich aus meiner Wahrnehmung eine zentrale Rolle spielen würde für die Wahrnehmung dieses Einsichtsrechts, oder, auf die lange Bank geschoben wurde und de facto jetzt, ich weiß nicht, wann es dann tatsächlich kommt. Das sehe ich persönlich grundsätzlich nicht ein, und es ist für mich echt schwierig festzumachen, woher überall der Widerstand kommt. Er kommt sicher nicht nur aus einer Ecke, er kommt vielleicht nicht nur aus der Verwaltung, sondern auch aus der Politik, aber es ist schwierig,
quasi zu sagen, ja, wo ist jetzt genau das Problem? Ich denke da auch, ich spiele den Ball wieder gern zu dir über Balthasar, oder? Dass man also wirklich aufmerksam sein sollte, was jetzt kommt mit der Evaluation, oder? Weil dass das Register nicht kommt, ich glaube, eine Parlamentarin hat eine Interpellation zu diesem Thema gemacht, das wurde beantwortet und gesagt, das findet jetzt nicht statt, sie hat das akzeptiert, ad acta. Das finde ich, muss ich sagen, falsch. Ich würde dieses Thema eigentlich weiterverfolgen, oder? Also das wäre so mein Tipp. Aber die Evaluation, oder, des BGÖ, also das ist eine verwaltungsinterne Evaluation, die das Bundesamt für Justiz durchführt, oder? Da bin ich hellhörig. Ja, was ist da die Absicht? Oder ganz sicher nicht eine breitere Auslegung des BGÖ, sondern noch mehr Ausnahmen, noch mehr Restriktionen. Man hat mir auch schon gesagt, ich kann niemanden persönlich zitieren, es gibt Kreise, die würden das BGÖ am liebsten wieder abschaffen, oder? Das ist denen lästig. Also das Problem ist auch zu wissen, wer, also es macht sich schlecht, oder, gegen das Öffentlichkeitsprinzip zu sein, das ist klar. Aber es wird auch da, würde ich gleich sagen, oder nicht transparent mit offenem Visier gekämpft, das stört mich auch. Also ich kann ja als direkt Betroffener, als Journalist vielleicht noch etwas sagen, wie das läuft mit dem BGÖ. Also man stellt eine Anfrage, das zuständige Amt hat 20 Tage Zeit, diese zu beantworten. Sie können sicher sein, dass Sie 19 Tage schlafen können. Also da kommt gar nichts während 19 Tagen. Am 20. Tag kommt dann häufig die Ablehnung. Und dann macht man über Öffentlichkeitsgesetz.ch eine wunderbare Webseite, wo man das alles relativ schnell machen kann. Stellt man einen Schlichtungsantrag beim EDOP, dann dauert das wieder so 2 Wochen, dann kommt ein Brief, der heißt, in dem steht, wir haben Ihren Schlichtungsantrag erhalten, wir müssten Ihnen theoretisch innerhalb von 30 Tagen müssen wir diese Schlichtung durchführen, wir können Ihnen jetzt schon sagen, das wird nicht möglich sein. Das nimmt man dann so zur Kenntnis und dann wartet man mal im Schnitt 1,5 bis 2 Jahre. Und das ist kein Witz, das sind wirklich Erfahrungswerte. Und dann nach 1,5 bis 2 Jahren kommt dann möglicherweise ein Bescheid, der kann durchaus positiv sein vom eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten. Und der gibt eine Empfehlung ab. Und diese Empfehlung, das ist sein stärkstes Rechtsmittel, diese Empfehlung, das zuständige Amt kann die in Bausch und Bogen ignorieren. Und dann gibt es jetzt kann ich das Wort nicht sagen, Empfehlung, nicht Empfehlung, stärkeres Mittel. Eine Verfügung, kann man eine rechtskräftige Verfügung anfordern und dann kann man vor Bundesverwaltungsgericht gehen und dann, die meisten Ämter sind dann irgendwann mal willig und wollen das dann trotzdem nicht vom Bundesverwaltungsgericht beurteilt haben und rücken die Daten dann raus. Aber bis dann sind 2 Jahre vergangen, ganz locker. Aber das ist nicht ein Problem des BGÖ, sondern das ist ein Problem, dass der EDÖB einfach bei seinen Ressourcen in einer Art und Weise knapp gehalten wird. Es wurden ja verschiedene Anträge auch gemacht, die Stellen aufzustocken, auch von innen. Und wer wurde da knapp gehalten? Das mit der EDÖB, eben der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte. Und der hatte 2 Aufgaben. Und es gibt natürlich dann auch diejenigen, die sagen, ja, ihr müsst jetzt weniger in Datenschutz quasi investieren und mehr Ressourcen rüberschaffen. Ich denke jetzt also, post Snowden habe ich eher das Gefühl, er sollte auch dort noch Zähne zulegen und nicht dann einfach sagen, ich gebe mal dafür den Datenschutz quasi preis und will auf der anderen Seite mehr. Aber da braucht es, ich meine, es gibt die Fristen eigentlich, also das sind Ordnungsfristen, sind nicht wie wir, wenn wir eine Klage machen und die Frist nicht einhalten, dann ist die Klage weg, sondern es sind Ordnungsfristen, das heißt, er ist gehalten nach Möglichkeit, diese Fristen einzuhalten. Und die Mittel, die man gibt, die sind einfach völlig ungenügend. Also man kann es mit einem Wort sagen, völlig ungenügend, oder? Ja, es ist ja nicht nur der EDOB, es sind vor allem die Ämter. Es gibt Ämter, da funktioniert das problemlos. Es gibt Amtsstellen, da will man das einfach nicht. Muss man einfach so sagen, das will man nicht und entsprechend verhält man sich. Also man verhält sich auch so, dass man Gebühren stellt. Der EDOB hat mal gesagt, 500 Franken pro Anfrage ist okay. Wir hatten beim Beobachter einen Fall, da waren die in Aussicht gestellten Gebühren 275.000 Franken.
Ja, es gibt, man kann das auch ganz einfach machen. Mit prohibitiven Gebühren kriegt man relativ viele Anfragen vom Tisch. Das ist so. Ich möchte kurz eine Frage stellen, die ich aus dem Publikum erhalten habe. Ich habe das erklärt und Sie wissen das alle. Wir nehmen ja Fragen über Twitter, über den Hashtag OpenDataCH entgegen. Und es möchte doch jemand wissen, wie es sich denn in den Kantonen verhalte. Ob das da entsprechend auch gleich gehandhabt wird oder ob wir da 26 Lösungen haben. Herr Angeli. Es gibt 26 Lösungen, selbstverständlich. Und es gibt Kantone, da läuft das relativ gut. Ich nenne jetzt keine Namen. Es gibt aber auch Kantone, die leisten erbitterten Widerstand. Ja, und bei den Städten ist es natürlich auch nochmals, also bei den kommunalen Gemeinwesen. Und zu ergänzen ist, also das, was wir BGÖ nennen, eigentlich eben Informationsfreiheitsgesetz, oder, gibt es noch lange nicht in allen Kantonen, nach meinem Wissenstand. Das wurde kürzlich mal, also vor einem Jahr oder so in der NZZ, auch unter dem Titel Dunkelkammer, glaube ich, wurde das analysiert. Also das ist völlig unheimliche Praxis. Was ich aber noch sagen möchte, ist, also quasi eben, wer leistet der Widerstand? Ich denke, für mich ist es schwierig auszumachen, woher überall der Widerstand kommt, wo ich aber sagen kann, aus meiner persönlichen Anschauung, das ist nicht nur den Honig im Mund gestrichen, ist wirklich das Bundesarchiv und der Räder erlebe ich überhaupt nicht da als irgendwie kooperativ, sondern im Gegenteil. Oder? Das ist da ist das Problem offensichtlich nicht, oder? Das ist ganz klar. Erinnere daran, Eder Bodder hat quasi das SECO dazu gezwungen, die Informationen offen zu legen, die dann quasi zur Enthüllung dieses Beschaffungsskandals geführt hat, oder? Das ist bekannt. Und es gibt andere Beispiele, aber hat sicher ein Ressourcenproblem und das ist dann auch wieder die Politik gefragt. Also da liegt es nicht, es ist schwieriger auszumachen. Ich habe gesagt, eben Ständerat, da muss ich sagen, also das Theater mit nur schon dem Abstimmungssystem und daneben also Abschmettern des Lobbyregisters und vielleicht gibt es da weitere Geschichten, da orte ich tatsächlich ein Problem. Es ist kein Ständerat da, das ist schade, oder Balthasar, aspirierst du da oder noch nicht? Ich habe nur mal kandidiert, aber ich kann nicht für die Ständeräte sprechen. Also die Ständeräte sind sowieso eine Welt für sich, also auch die in der gleichen Partei. Es hat durchaus auch etwas. Also möchte ich jetzt ganz offen sagen, ist off-topic, aber das hat auch etwas Gutes, weil im Ständerat sehr oft nicht nur einfach nach Parteilinien diskutiert wird, sondern die Möglichkeit, Leute noch mit dem besseren Argument zu überzeugen, ist dort definitiv stärker vorhanden als im Nationalrat. Ich finde es auch eine Qualität, die man nicht gering schätzen darf. Also ich finde, ja, aber das Spannende finde ich mit Transparenz eigentlich das, wenn man es einschreiben kann in einen Diskurs, der quasi wie die ganze Linie Mistabladen über Bundesbern bedient, dann sind alle für Transparenz. Aber wenn es dann mal umkehrt und sie selbst betreffen würde, die eigene Partei, die eigene Organisation, dann sieht es plötzlich 180 Grad anders aus. Also das ist das, ich gehöre sicher auch nicht zu den Zwölfen, die gesagt haben, pass auf mit der Transparenz, aber ich bin auch einer jener, die sagt, Transparenz alleine sagt noch nichts über die Qualität einer öffentlichen Debatte zu Themen aus. Es ist eine Voraussetzung, dass zum Beispiel die Medien ihre Kontrollfunktion wahrnehmen können. Es ist auch nicht relevant, auch im Internet- und Twitter-Zeitalter nicht relevant, dass man jetzt jede Auskunft innerhalb von 30 Minuten kriegt und das alles direkt online ist, aber zwischen 30 Minuten und 2,5 Jahren gibt es irgendwie noch Kompromissraum, wo ich mir jetzt eher bei den 30 Minuten guten Kompromiss vorstellen könnte als bei den 2 Jahren. Ich möchte das Stichwort der Parteienfinanzierung aufgreifen. Ist ein schwieriges, aber immer wenn wir hören, ja, wir wissen nicht genau, wer die Gegner sind, dann muss man die Frage stellen, oder? Dann muss man, also wir haben jetzt gehört, oder, beim Öffentlichkeitsgesetz auch, ja, es gibt Widerstand, woher kommt der? Und irgendwoher kommt der ja. Und irgendwoher also kommt der auch, ist ja klar, der ist rechts und in der Mitte. Also so einfach ist das. Also die Grünen und die Sozialdemokraten sind für die Offenlegung und die anderen Parteien nicht. Dann unterscheiden sich dann jeweils die Argumente. Aber die Position am Schluss, die ist so.
Okay. Jetzt bei der, ja, absolut, kann man, politisches Statement kann man so machen. Jetzt die Parteienfinanzierung. Haben wir auch gehört, da sind wir nicht ganz allein auf weiter Flur, aber da steht die Schweiz doch im Vergleich zu anderen Ländern interessant da, dass die Transparenz da, gelinde gesagt, nicht sehr weit geht, bis nicht existiert. Jetzt, Herr Angeli, wäre das nicht das wichtigere Problem, als wer Gast von wem ist im Parlament? Wir fangen einfach dort an, wo wir gewisse Hoffnungen haben, etwas erreichen zu können. Das ist wie Balthasar Glättli sagt, also es gab zig Anläufe bereits zur Parteienfinanzierung, diese offen zu legen. Das scheitert einfach fast zwangsweise. Da können Sie versuchen, das Ständemehr abzuschaffen, das schaffen Sie auch nicht. Also, ich habe da den Eindruck, da werden wir noch sehr, sehr lange dran, ich sage jetzt mal, pickeln müssen, bevor wir das schaffen. Also. Was ist die Eigenart der Schweiz, die das ausmacht, dass wir in den USA ein transparentes System haben, dass wir in anderen Ländern so etwas haben? Was ist hier die Eigenart der Schweiz, Herr Kellerhals, dass das so ist? Also ich bin ja politisch neutral und habe zur Parteienfinanzierung keine offizielle Meinung. Ich würde allerdings anmerken, dass ich noch lange nicht überzeugt bin, dass dort, wo Zahlen offengelegt ist, auch wirklich die realen finanziellen Verhältnisse dann transparent werden, sondern dass es da noch ganz andere Finanzierungswege gibt, die man wahrscheinlich immer noch nicht kennt und vielleicht vermutet. Und also Transparenz ist auch ein etwas dehnbarer Begriff, oder? Ja, aber André Gollier, dann wäre ja Open Data eigentlich hoffnungslos. Und sinnlos, weil wir dann immer sagen können, ja gut, da gibt es zwar jetzt Daten, aber das sind ja sicher nicht die, die eigentlich auf dem Felde stattfinden. Gut, da gilt natürlich auch mit dem zu beginnen, was da ist und was eigentlich auch einfach zu verstehen ist. Also nochmals diese Liste mit den Beschaffungen ab 50.000, ja, also das... hoffe ich, geht durch, oder? Und ist eigentlich eine klare Sache, damit man mindestens weiß, wer kriegt da die Aufträge wofür. Und der nächste Schritt wäre dann natürlich zu sagen, ja, wie sieht es jetzt, was sind das eigentlich für Verträge, die da abgeschlossen werden? Ich denke aber, das führt zu einem nächsten Problem, das uns beschäftigen muss, wie kommt es eben zu diesen Daten? Das war heute auch schon ein Thema, oder? Wer bestimmt eigentlich darüber, welche Daten erhoben und welche gepflegt werden? Die wir dann gerne als Open Data möchten, oder? Und da sehe ich auch wieder zu Thomas hinüber. Ich meine, ein solches Lobbyregister aufzubauen und zu halten, ist eine aufwendige Geschichte, oder? Und er kann darüber, hat er schon über Mittag eine Geschichte erzählt, kann es nochmal tun, oder? Das ist aufwendig, oder? Und da ist die Frage, ja, was ist uns das wert tatsächlich? Es ist eine Behelfslösung. Ich bin froh, dass es den Verein obiwatch.ch gibt, dass man sich darum kümmert. Ich finde es immer besser, anstatt nur zu klagen, oder? Und zu fordern, auch selber was zu tun. Das ist meiner Meinung nach richtig. Aber letztlich ist meine Meinung, die Offenlegung der Bindungen der Politiker, welches Parlament es auch immer, ist eine Aufgabe dieser Institution. Und ich finde es nicht akzeptabel, dass Private oder Journalisten das in ihrer Freizeit tun müssen. Oder? Das sehe ich überhaupt nicht ein. Einverstanden, Balthasar Glättli. Ja, wir haben gerade letztens wieder mal so eine Vorlage versenkt. Es ging darum, dass sogar beim Teil der Freisinnigen dann im Zusammenhang mit der Interessenbindungsliste der Parlamentarier so ein gewisses Unbehagen aufgetaucht ist. Also wir sind ja gehalten, das müssen wir, das angeben, wo sind wir in Gremien, wo wir Entscheidkompetenzen haben, also Vorstände oder Präsidenten, sei das jetzt vom Küngeli-Züchterverein Oberrieden oder sei das halt eben von einer im Verwaltungsrat einer Krankenkasse. Und das Problem aber ist natürlich dann, dass es Leute gibt, die sehr viel leisten und da irgendwelche eben so entweder null oder wenig Geld kriegen, einfach eine Spesenpauschale 1.000, 2.000 Franken im Jahr und andere, die dann irgendwie wirklich quasi den Rang eines Erwerbs annimmt, wenn man für ein Verwaltungsratsmandat
30, 40, 50.000 Franken erhält. Und da kam sogar aus freisinniger Sicht dann ein Vorschlag, ja, man könnte wenigstens sagen, ob es jetzt quasi bezahlt ist oder ob es nur so eine kleine, quasi ein, und das wurde am Schluss auch abgelehnt. Also es ist wirklich so, dass da ist man mit Beton in den Entscheidprozessen und vielleicht die Ursache ist auch Beton in den Köpfen konfrontiert. Und meine, das ist jetzt vielleicht ein böser Angriff, aber meine Vermutung ist natürlich doch am Schluss, dass es offenbar genug Leute gibt von meinen Kolleginnen und Kollegen, die das Gefühl haben, sie hätten mehr zu verlieren, wenn man weiß, was sie dort verdienen, als wenn man sie einfach verdächtigt, dass sie etwas verdienen. Gut, ich möchte, wir führen ja hier keine Technologiedebatte, offensichtlich nicht. Und wir führen fast eine Debatte, die hätten wir auch vor ein paar Jahren wahrscheinlich führen können. Aber trotzdem sind wir ja, gerade wenn wir von Open Data reden, sind wir ja technologisch bedingt und können wir Sachen machen, die wir vor 5 Jahren vielleicht eben gerade nicht haben machen können. Jetzt vielleicht in der täglichen Arbeit des investigativen Transparenzjournalisten macht das einen Unterschied, dass wir technologisch weiterkommen? Oder was bedeutet das für euch? Können wir uns heute Fragen stellen, sind wir da weiter durch Technik? Wir sind sicher zu einem Teil weiter. Also bei Lobbywatch sind wir schon ganz froh, dass wir die Liste der Gäste beispielsweise der Parlamentarier nicht mehr von Hand abtippen müssen. Das ist nicht allzu lange her, also das ist 5, 6 Jahre her, dass wir das noch mussten. Wir kommen natürlich weiter in dem, dass wir gewisse Recherchen auch zu Bundesstellen wirklich online machen können. Also, gutes Beispiel ist das Bundesarchiv. Ich verstehe zwar Ihre Archivpläne nach wie vor nicht, aber ich stelle fest, sie sind online. Wenn man sie verstehen würde, man könnte sicher tolle Sachen damit herausfinden. Wir haben das Bundesamt für Statistik, das wunderbare Dinge liefert, muss man jetzt einfach mal so auch sagen, auch als kritischer Mensch. Und wir haben andererseits Bundesämter, die weigern sich konsequent, Daten auch schon nur in elektronischer Form zu liefern. Ich glaube, es liegt nicht am Nicht-Können. Jetzt vielleicht, Mondragoni, du arbeitest ja viel mit genau solchen Stellen zusammen und du wärst ja auch als, jetzt vielleicht in deiner Rolle als Berater dafür zuständig, dass die Leute nicht mehr sagen können, ja, nein, wir können nicht. Erlebst du ein Nicht-Wollen? Eigentlich gesagt, ich will nicht mit den Stellen, mit denen ich zu tun habe, eben genau nicht eigentlich, sondern im Gegenteil. Wir eben haben wirklich, wir haben ein Projekt beim Bundesarchiv gemacht, den Single Point of Orientation, und ich war eigentlich von dem Projekt begeistert. Wir haben das zusammen ausgeheckt. Und ich verstehe es nicht, dass es nicht realisiert wird, aber ich war dann in den letzten Diskussionen auch nicht mehr involviert. Meine Schlussfolgerung ist eher, dass ich denke wirklich, wir haben ein Transparenzthema. Ich glaube das wirklich. Und es braucht eine politische Lobby, um sich für dieses Thema einzusetzen. Ich stimme zu, es gibt, also bei Parteienfinanzierung hast du recht, Balthasar, aber ich muss sagen, also auf der linken Seite stelle ich da gar nicht unbedingt einhellig, glasklare Unterstützung von Transparenzanliegen fest. Da kann man auch noch Verschiedenes hören. Deine Partei nehme ich jetzt natürlich aus, oder das ist ja klar, oder die Anwesen. Aber ich möchte sagen, dass es gibt keine politische Lobby für Transparenzanliegen. Es gibt sie vielleicht ansatzweise, ich kenne sie vielleicht auch nicht, das mag auch sein.
Die Medien sind sicher irgendwo engagiert, oder? Natürlich quasi aus Berufung quasi, aber eine politische Lobby für Transparenz sehe ich nicht. Und deshalb, das war auch so meine Idee, das hier eigentlich mal auf den Tisch zu legen. Also das kann nicht nur die Aufgabe von opendata.ch sein. Wir sind an einem bestimmten Ort tätig, da geht es um wirklich Daten, oder? Aber die Transparenzproblematik geht natürlich über Daten und offene Daten weit hinaus, das ist mir klar. Also es braucht einfach verschiedene Kräfte. Ich denke, die Open Data Bewegung kann ein Teil davon sein, aber es braucht eigentlich etwas wie eine Allianz für Transparenz, insbesondere eben, wenn Versuche da sind, das BGÖ zu relativieren oder abzuschaffen oder eben Anliegen durchzusetzen wie ein Single Point of Orientation oder anderes. Also, was würde also diese Allianz, was würde die fordern? Ganz konkret, was wären denn Forderungen, die so eine Allianz jetzt stellen müsste? Also die Punkte, die bereits erwähnt sind, ist ja sicher ein Lobbyregister, oder das vom Parlament oder der Verwaltung selbst unterhalten wird, beispielsweise eben Single Point of Orientation, Open Contracts, oder? Also nicht nur eine Liste über die Beschaffung ab 50.000, oder? Sondern wirklich Einsicht, was passiert eigentlich mit unseren Steuergeldern. Ich meine, es ist gut, wenn man die Finanzdaten offen hat, aber was man wirklich damit macht, das sieht man eigentlich in den Verträgen. Deshalb führt unsere DAF-Organisation Open Knowledge Foundation eine Kampagne Open Contracting und so weiter und so fort. Oder? Also ich kann jetzt das transparenzpolitische Programm hier nicht auf den Tisch legen, aber ich denke, es ist die Ansatz, auch Parteienfinanzierung ist logischerweise auch Open Data, das sind Institutionen öffentlichen Interesses, Organisationen, ganz klar, dass die Parteienfinanzierung in der einen oder anderen Form offengelegt werden muss in Zukunft. Das ist für mich eigentlich klar. Zum Single Point of Orientation, der jetzt schon ein paar Mal angesprochen worden ist, würde ich schon noch gerne etwas sagen, weil er ist ja auch etwas ein Kind der Technik. Und die Technik ist ja nicht nur die Informatik, sondern ist ein technik-kulturelles Gemisch. Ich denke, die Idee war ja ganz einfach, die Registraturpläne transparent zu machen und die Orientierung zu erleichtern. Das ist ähnlich wie das Archivverzeichnis, nicht ganz selbstverständlich, aber mit einer gewissen Übung kann man das begreifen und nutzen. Aber eines der wesentlichen Argumente dagegen war ja, digitale Geschäftsverwaltung gibt eine ganz große Verantwortung an jeden Mitarbeiter, an jede Mitarbeiterin beim Bund. Vorher war das so etwas zentralisiert, es gab auch Fachkräfte, die waren für das Verteilen von Schutzfristen, für das Vermerken von Schutzinteressen zuständig. Und jetzt muss das plötzlich jeder können. Und da merkt man dann natürlich schon nicht ein Klima der Angst, aber eine Verunsicherung. Ja, kann ich das jetzt, ich finde das jetzt nicht so heikel, aber findet das dann meine Chefs auch nicht so heikel, wenn ich das öffentlich zugänglich mache? Also da hat die Verbreiterung gewisser Tätigkeiten auf alle Folgen, die halt zuerst einmal eher in einer ängstlichen Reaktion enden. Und der zweite Punkt, das trifft sich gut mit dem, was Sie gesagt haben, oder? Sie machen das, was eine gewisse Erfolgsaussicht hat. Und der Bundesrat hat natürlich gesagt, solange wir nur Daten von 3-4 Departementen online stellen können, gibt es eine Ungleichbehandlung und dann passiert genau das. Dann fragt man überall dort, wo es halt schon da ist und die sagen sich dann, ja, hätten wir es doch nur nicht publiziert, jetzt sind wir eigentlich noch die Blöden und haben viel Arbeit und je nachdem auch viel Ärger und da hat man dann den Schluss gezogen, jetzt muss man warten, bis alle gleich weit sind in der technischen Entwicklung, ob das ein schlaues Argument ist, bleiben mal dahingestellt. Und es geht vor allem, es braucht jetzt relativ viel Geduld, aber ich habe ein gewisses Verständnis dafür, weil es setzt wie den falschen Anreiz. Also derjenige, der sich einsetzt und der Transparenz vermehrt ermöglicht, ist dann eigentlich noch der, der auch viel mehr sich mit dem herumschlagen muss. Ich sage es nicht mit den ärgerlichen Anfragen von Journalisten, aber der wird dann nie doppelt gestraft, der wird dann auch noch ins Rampenlicht gezogen, wenn er Pech hat. Ich habe aus dem Publikum einen Lösungsvorschlag erhalten. Und zwar insbesondere in Sachen BGÖ. Und zwar solle man doch eine schwarze Liste führen. Eine schwarze Liste von Ämtern, eine Blacklist von denen, die sich bekanntermaßen sträuben. Name and shame.
Balthasar Glättli, was passiert dann? Also, ich finde, funktioniert das? Ich denke, das ist nicht der schlechteste, das ist sicher nicht der schlechteste Ansatz. Die Frage ist dann, ob diese schwarze Liste auch eine gewisse Öffentlichkeit erhält oder nicht. Also das wird ihre Wirksamkeit entscheidend prägen. Also es braucht dann natürlich auch eben Organisationen, zum Beispiel aus dem Bereich der Journalisten, die das auch nachführen, die das, es gibt ja dieses Öffentlichkeitsgesetz C, oder wie heißt es? Öffentlichkeitsgesetz C, ja, genau. Öffentlichkeitsgesetz.ch, wo ja auch solche Erfahrungen drauf sind und dass sich quasi genau das zum Ziel gesetzt hat, diese Situation aus der Perspektive vor allem von Journalistinnen und Journalisten zu verbessern, sicher kein schlechter Ansatz. Also es ist vor allem gut, dass man dann eben nicht jene quasi in die Mangel nimmt, wo es einfach ist, mal was herauszufinden, sondern dass man jene quasi in die Mangel nimmt, wo es offenbar noch was zu verstecken gibt. Ich möchte da einfach noch anfügen, es ist natürlich so, dass heutzutage auch, und das hat mit der Dynamik der modernen Medien, mit der Dynamik auch von Social Media etc. zu tun, dass es sehr schnell und auch mit den fehlenden Ressourcen in vielen Medienkonzernen, dass das sehr oft dann auch nicht wirklich die vertiefte Recherche gesucht wird, sondern man bastelt sich was zusammen. Es gibt einen kleinen Skandal, der ist für den Journalisten oder die Journalistin am nächsten Tag wieder vergessen, weil es gibt nichts Älteres als den Frontartikel auf der Webseite von vor 2 Stunden. Aber für die Betroffenen kann das dann sehr lange, sehr negative Folgen haben. Von dem her verstehe ich auch eine gewisse Zurückhaltung. Also in einer Zeit, wo es der politische Journalismus als notwendig empfindet, Politiker kaputt zu machen, weil sie Selfies versenden, ist es für mich jetzt auch die Frage wirklich erlaubt? Also wo ist es mit der Eigenverantwortung auch beim Journalismus? Okay, das ist ja letztlich eine etwas andere Diskussion. Ich möchte noch kurz mal zurückkommen zu dieser schwarzen Liste. Ich bin Mitglied bei investigativ.ch. Das ist eine Plattform von recherchierenden Journalisten oder investigativen Journalistinnen und Journalisten. Wir haben zwar keine so schwarze Liste, aber wir haben durchaus einen Negativpreis vor ein paar Monaten zum ersten Mal ausgelobt. Den goldenen Bremsschuh, stolzer Preisträger ist das Bundesamt für Landwirtschaft 2014. Nominationen werden in den nächsten Monaten sicher wieder gerne entgegengenommen. Sehr schön. Nun, ich habe mir vorgenommen, pünktlich aufzuhören und es ist schon 5:02. Entsprechend möchte ich noch einmal zu Ihnen kommen, Herr Kellerhals, weil auf Sie kommt ja gerade in diesen Fragen jetzt auch noch mal eine große Verantwortung zu, weil Sie sind ja dann ab nächstem Jahr mit dem Bundesarchiv zuständig für das Open Government Data Portal. Jetzt aus dieser Diskussion, vielleicht auch aus dem heutigen Tag, für diese kommende Zeit, was nehmen Sie damit? Ja, zuerst einmal nehme ich das große Interesse mit an offenen Daten und an Transparenz. Ganz allgemein, ich denke, das ist so der Grundrückenwind, den es braucht für diese Projekte. Ich nehme aber auch mit, dass es nicht nur Resignation ist, sondern auch ein gewisser Wille, ein Durchhaltewille, hier einfach nicht aufzugeben. Ich denke, das ist für alle diese Unterfangen auch wichtig. Im Gegensatz zur schwarzen Liste würde ich eher auf Erfolgserlebnisse setzen. Also wenn man mal sieht, dass etwas transparent zu machen und etwas erfolgreich öffentlich zu publizieren, dass das mehr bringt als schadet. Und da denke ich, haben auch die Medien eine Möglichkeit, diese Verbreitung und diese Multiplikatorenwirkung zu erzeugen. Und wenn ich dann an diesen Tagen so denke, dann bin ich eigentlich mir sicher, dass noch einige Probleme auf uns zukommen, aber fühle mich doch eigentlich wohl mit dieser Aufgabe. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr und ich bin auch wirklich jetzt mit ein bisschen mehr Zuversicht werde ich ja von diesem Panel runtergehen, als ich heraufgekommen bin. Das ist
glaube ich, eine gute Sache. In diesem Sinne möchte ich mich auch dafür bedanken bei Ihnen. Balthasar Glättli, Thomas Angeli, Herr Kellerhals und André Gollier, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Diskussion. Ich hoffe, der eine oder andere von Ihnen bleibt noch zum Apéro, der nun anschließend stattfindet. Ich glaube, als Open Data CH haben wir etwas vor. Wir haben etwas vor, und da wir in die Richtung gehen, jawohl, ja, nicht ein bisschen Daten hier, ein bisschen Daten da, sondern wir reden über grundsätzliche Fragen. Und da müssen wir uns wirklich auch immer bewusst sein, auch wenn wir manchmal Freude haben, auch an den coolen Apps natürlich. Auch Ihnen, liebes Publikum, danke ich sehr herzlich, dass Sie heute dabei waren. Ich möchte eine ganz, ganz herzliche Einladung aussprechen für den Apéro anschließend. Ich möchte mich nochmal bedanken bei den Sponsoren, die wir hatten, eGovernment Schweiz, den Kanton und die Stadt Zürich mit Open Data Zürich. Und ich hoffe auch, dass Sie die Zuversicht mitnehmen, dass wir Projekte nun anpacken, und ich hoffe, wir sehen uns nicht erst im nächsten Jahr, an der nächsten Jahreskonferenz wieder. André, als Präsident von Open Data CH, möchtest du noch etwas anfügen? Nein, möchtest du nicht? Möchtest du nicht? In dem Sinne, glaube ich, geht mein allerletzter Dank dem Team und den Technikern, die heute hier mitgearbeitet haben, weil die braucht es nämlich auch immer. Ganz herzlichen Dank an den ganzen Vorstand und alle Mitglieder von Open Data CH, und vielleicht als allerletztes Mitglieder von opendata.ch. Wir sind ein Verein, wir sind eine Bewegung. Schließen Sie sich an. Mit dem Werbeblock hören wir auf und gehen in den Apéro. Ganz herzlichen Dank. Applaus